Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer weiteren Folge GTA Online Let's Play auf der PS3. Mit unseren Leuten heute, unsere Crew, wir spielen ein kleines Polizeispiel mit Bakura. Ja, natürlich, ich bin auch mal wieder dabei. Ja, Bakura, du bist wieder dabei, das weiß ich. Und Friedrich ist der Notarzt hier. Aber Bakura, was machst du denn da? Weiß nicht, bisschen strecken. Okay. Und was machen wir denn jetzt? Ja, natürlich erstmal das Intro machen. Intro! Okay, dann lass uns mal losfahren, Bakura. Ja, dann gucken wir mal. Fahren wir mal ein bisschen durch die Stadt. Ja, natürlich, Bakura. Wir müssen ja gucken, ob hier alles mit den richtigen Dingen zugeht, ne? Ja, natürlich. So, dann lass mal fahren. Gucken, ob alles hier okay ist hier in der Stadt. Ja, natürlich. Muss ja alles sauber sein. Ja, so sehe ich es auch. Ob jemand sich an den Regeln hält hier in der Stadt, müssen wir alles kontrollieren. Ob das alles mit seinen richtigen Dingen zugeht hier. Oh, ich fahre über Rot. Na egal, ich darf das. Polizei darf das. Natürlich, Polizei darf alles. So. Fahren wir mal hier rechts rein. Gucken wir mal, ob alles hier in Ordnung ist. Um die Ecken. Oh, beim Stripclub. Ist hier alles in Ordnung? Gucken wir mal. Hier, guck mal, ein Hütchen umgeschmissen. Da müssen wir mal aussteigen und gucken hier. So. Ja, natürlich. Was ist hier denn los? Guck mal, ein Hütchen umgeschmissen. Was soll das denn? Das weiß ich auch nicht, Bakura. Frag mich das nicht. Frag die Leute da vorne. Die hier. Hallo, Typ. Sie da. Können Sie mir sagen, warum das Hütchen umgefallen ist? Können Sie mir nicht sagen? Nee, der kann dir das nicht sagen. Der ist Mundstille. Der hat schlechte Ohren. Siehst du ja. Also ein Hördings da wohnt so auf. Oh, das ist ja schlecht. Okay, dann gucken wir mal den hier. Können Sie mir etwas sagen? Wer sind Sie denn hier? Auch Aufpasser. Oh, Sie sehen besser aus als der Typ da drüben. Sie haben mit hier so eine Fliege auf. Und Sie sind schwarz. Nicht weil. Ja, naja, der ist auch braun. Geht ja. Guck mal, ein Gangster vorne. Wie geht's Ihnen da hinten? Natürlich ganz schlecht, wie immer. Okay, sehr schlecht. Okay. Ja, was machen Sie denn hier? Warum haben Sie das Hütchen umgeschmissen? Können Sie mir das erzählen? Das gefällt mir nicht, das Hütchen da drüben. Hier. Können Sie mir das nicht sagen? Und wer ist dieser Typ hier vorne, der hier die ganze Zeit rumläuft? Der sieht komisch aus, der sieht auffällig aus. Ja, guck mal, der winkt. Ah, mein Controller hat Probleme. Ja, natürlich, musst du einen neuen kaufen. Nee, wir spielen ja keine PS3 mehr. Heute ist die letzte Folge. Oh, ja, schön. Dann spielen wir ja nur auf die PS4. Ja, natürlich. Da spielen wir nur noch drauf. So, können Sie mir etwas sagen zu diesen Hütchen? Oder hat dieser Typ da, hat der das umgeschmissen? Können Sie mir das sagen? Ah, okay. Sie können mir das sagen. Guter Kollege hier. Sie sagen mir alles. Gut. Warum haben Sie das Hütchen hier umgeschmissen? Können Sie mir das sagen hier? Das gehört sich nicht. Alles muss gerade und sein und alles muss perfekt sein. Warum machen Sie das? Dafür stehe ich nicht. Nasenpuppeln. Da müsste ich Sie festnehmen dafür. Das dürfen Sie nicht Öffentlichkeit machen. Muss ich Sie festnehmen, ja? Ja, natürlich. Kommen Sie mit. Komm her. Kommen Sie mit. Steigen Sie da im Auto ein. Genau. Ich nehme Sie jetzt mal fest. Das geht ja nicht. Sie müssen hinten einsteigen. Warte mal. Ich steig mal vorne ein. Genau. Und jetzt steig hinten ein. Genau. Jetzt bleiben Sie drin. Sie sind erstmal verhaftet. Und Sie da vorne. Wir müssen auch nochmal reden. Sie haben mir nicht die Wahrheit gesagt. Erst. Und Sie konnten es mir sofort nicht sagen. Da müssen wir was gegen tun. Ich schlag Sie mal. Das musste mal sein. Ein bisschen schubsen. Ja? Aber wissen Sie es jetzt, ja? Natürlich, der ist dumm. Warum ist er dumm, Bakura? Nee, ja, der ist dumm. Der hat mir nichts gesagt. Und der besonders, er ist recht nicht, der hier vorne. Aber egal. Natürlich, dann müssen wir den hier auch festnehmen, wenn er dumm ist. Okay. Ja, natürlich, dann nehmen wir den mit. Kommen Sie mit. Komm, dann bist du auch verhaftet. Steigen Sie bitte hinten ein. Steig ein, komm her. Sie sind festgenommen. Schön.
Warte mal. Ach so, geht. Funktioniert. Gut. Einen können wir noch festnehmen, ne? Dann ist ein Polizeiauto voll. Wir haben Bösewichte gefangen. Oh, ein schneller Autofahrer. Ein Illegaler. Gucken wir mal, was der hier macht. Ah, verfolgen wir ihn mal. Boah. Ob das Auto erlaubt ist auf den Straßen? Das weiß ich nicht. Ja, wir können ihn ja mal Rex ranfahren lassen. Ja, natürlich. Fahren Sie bitte Rex ran. Fahren Sie bitte Rex ran. Sie haben einen Sportwagen. So. Dann muss ich hier vorne abparken. Brauche Unterstützung. Hab was sehr Großes. Ich kann nicht. Ich bin beschäftigt gerade mit jemand. So, hallo, steigen. Können Sie mal aussteigen und Ihre Fahrzeugpapiere bitte? Haben Sie Fahrzeugpapiere für dieses Auto? Haben Sie nicht. Haben Sie einen Ausweis? Okay, da können Sie mir nicht weiterhelfen. Gut. Wo haben Sie dieses Auto her? Können Sie mir das sagen? Nee, können Sie nicht. Ja, das ist sehr schlecht. Ja, haben Sie das vielleicht von, vom Schiff her, von The Port, also vom anderen Land? Das geht ja gar nicht, dass Sie das Fahrzeug haben. Nee, das geht nicht. Das ist hier illegale Ware. Die müssen wir beschlagnahmen. Okay, die müssen wir leider beschlagnahmen. Tut mir leid. Leider können wir das nicht so machen. Das muss auch zerstört werden, das Auto. Dann steigen Sie hier in diesen Polizeiauto ein. Denn wir müssen sie mitnehmen, weil sie das nicht dürfen. Das ist ihnen klar, wa? Autos hier vom fremden Land in unser Land zu bringen, das dürfen sie nicht. Dann fahren wir mal weg hier. So. Kaputt. Macht ihr mal Kopf weg? So, und weg hier. Jetzt müssen wir den ganzen Schuttkram hier erstmal versorgen. Hier erstmal. Am Polizeirevier. Vielen Dank. So. So, jetzt bringen wir die erstmal alle in den Knast. Autos voll. Und die Welt ist wieder etwas sauberer. Ja, Bakur, so sehe ich es auch. Schön sauber, ordentlich. Niemand macht irgendwie Schummeln durch die Welt. Oh, so. Wo müssen wir denn lang? Hier lang, ne? Okay. Oh, schnell, wir müssen zum Polizei. Das war mein Fehler. Ich geh jetzt mal aus. Gut. So, jetzt kriegt ihr ein neues Zuhause, ihr drei. Wollen wir erstmal parken hier? Noch nicht aussteigen. So, erstmal parken. So, schön. Ich steige aus. Steigen Sie bitte alle aus. Sie sind erstmal festgenommen. Kommen Sie bitte mit, alle. Folgen Sie mir. Bitte gehen Sie voraus. Gehen Sie bitte voraus durch zu die Tür da vorne. Genau, da gehen Sie hin. Genau. Oh, Problem. Gut. Und da vorne durch die Tür durch, Rex. Genau, hier durch. So, jetzt bekommt ihr beide, ihr drei, eine Zelle. Da müsst ihr runterlaufen. So, dann muss man hier bei den Pfeilen entlang, Zells. Und dann sind wir auch schon da, Kollegen. Das ist mein Büro hier. Hier passe ich immer auf euch auf. Ja, natürlich. Das ist mein Sitz zum Sitzen und Papiere machen. Und dann bekommt ihr hier die Zelle. Sie sind ja schon ein bisschen besoffen. Sie haben ja unterwegs was getrunken. Steigen Sie hier bitte ein in der Zelle. Genau, gehen Sie da rein. Und da können Sie übernachten. Genau, und Sie auch. Gehen Sie da bitte nicht mehr raus. So, und wir sehen uns. So, dann wollen wir mal wieder auf der Tour gehen. So, mal gucken, ob wir noch jemanden finden. So, mal sehen, wen wir noch finden. So ein Bösewicht oder irgend, der sich nicht an die Regeln hält. Mal schauen wir mal. So, wo müssen wir hin?
Oh, guck mal, ein Raser. Da müssen wir halten ihn. Bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen. Fahren Sie rechts ran. Oder, ja, fahren Sie rechts ran. Bitte fahren Sie rechts ran. Sie fahren Schlangenkurven. Das dürfen Sie nicht. Fahren Sie sofort rechts ran. So, angehalten. Nicht entkommen. Nicht entkommen. Ich kann nicht immer dauernd hinterherfahren. Ihr müsst auch stehen bleiben. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie sofort stehen. Wir haben zu viel gesehen von Ihnen. Fahren Sie sofort rechts ran. Müssen wir den auch noch hinterher. Gleich verlieren wir ihn. So, fahren Sie sofort rechts ran. Jetzt ist es aus. Jetzt reicht es. Es reicht. Bleiben Sie stehen. So, Unfall. Gut. Jetzt ist ein Unfall passiert. So. Gut. Wo ist der denn? Ah, der ist da. Da müssen wir hin. So. Kommen Sie sofort her. Kommen Sie sofort her. Steigen Sie bitte aus. Beide. Bitte beide aussteigen. Es reicht. Bitte nehmen Sie die Waffe weg. Das gehört sich nicht in Los Santos. Ich habe eine bessere Waffe als Sie. Und noch eine viel bessere. Gut. Gut, stellen Sie sich bitte hier beide an der Wand hin. Mit dem Rücken zu mir. Dahin. Nehmen Sie bitte die Waffe weg und kommen Sie hier unten hin, nicht da oben hin. Genau. Ja, schauen Sie mal jetzt. So, ja. Was machen Sie denn hier überhaupt? Wer hat von Ihnen getrunken? Wer hat das Fahrzeug von Ihnen genommen? Oh. Die haben schlechte Pillen genommen. Das war einstudiert. Schlechte Pillen, oh. Die waren nicht so gut. Ja, da kann man nichts mehr machen. Wenn man Leute festnimmt, die haben ja keine Zukunft mehr, ne? Ja, natürlich. Die haben keine Zukunft mehr. Da kann man nichts mehr machen. Und dann mussten die halt eben sich umbringen. Ja, genau. Und da liegt das Blut. Das ist aus denen geworden. Naja, da kann man nichts mehr machen. Ja. Okay, das hat niemand gesehen. Notarzt, bitte kommen Sie bitte. Ich rufe jetzt den Notarzt an. Der Notarzt. Kommen Sie bitte zu mir. Wer hat denn das Auto hier? Gehen Sie bitte weg von hier. Ich habe gar nicht gesagt, dass Sie hier zu mir kommen sollen. Ich komme zu euch, Leute. Okay, der Notarzt kommt schon. Nee, das ist nicht unser Notarzt. Wo ist denn der Notarzt, wenn man ihn braucht? Da kommt der Notarzt schon. Leon, geh bitte weg. Ich hab dir gesagt, zieh dir die Kleidung an. Orange und weißes Tanktop. Und dann geh wieder in den Knast zurück. Nicht zu mir kommen. Habe ich ja gesagt. Kommen Sie bitte hier zu mir. Hier vorne stecke ich. Und Sie auch. Nicht zu mir kommen. Gehen Sie bitte weg. So, hier bin ich. Ja, Sie haben falsch geparkt. Sie waren falsch. Hier sind Sie richtig. Naja, diese beiden Blutflecken hier. Naja, ich will nichts zu sagen, ne? Können Sie mir das irgendwie erklären? Das war Mystery. Pur. Aber hier ist er gestorben, das verstehe ich nicht. Guck mal hier. Es haben sich keine zwei Leute umgebracht, nur ein Typ. Und der liegt hier jetzt. Können Sie da irgendwie was machen? Ich sag nicht die Wahrheit, aber es ist die Wahrheit. Genau der Typ hier. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Keine Ahnung, der hat Problem. Können Sie da irgendwie was machen? Haben Sie eine Idee? Kann man nichts mehr machen, ne? Wild schlägt nicht tot. Ah, tot. Okay, ja, gut. Okay,
Wir haben nichts gesehen. Gut, er ist tot. Danke, Feuerwehr, dass Sie mir geholfen haben. Sie haben jede Hilfe recht gemacht. Gut, verschwinden wir hier vom Tatort. Und weg hier. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Wo ist hier was los? Ordnung und Gerechtigkeit. Oh, es wird wieder friedlich in dieser Welt. Nur weil zwei Leute gestorben sind. Naja, irgendwie auch einer. Oh. Muss langsam mal fahren. Einer der Gründe, warum PS3 sich nicht mal lohnt. Man hat es ja gerade gesehen. Da, und das ist andauernd, wenn man schnell fährt. So, halt mal hier. Was ist hier denn los? Wie lange muss man... Ja, ganze Zeit. Erstmal in die Klamotten haben. Wenn ihr die habt, dann ist ja gut. So. Halteverbot. Motorrad. Okay. Gut, da muss man checken, wegen das Motorrad gehört. Hallo, guten Tag. Wie geht's Ihnen? Haben Sie vielleicht jemand gesehen, der das Motorrad da draußen gehört? Da draußen steht das. So ein grün, pinkes... Weiß ich auch nicht. Hellgrünes Roulette. Wissen Sie, wie Ihnen das gehört? Ja, guten Tag. Können Sie mir das sagen? Hallo, Kollege, wollen Sie auch was kaufen gehen? Können Sie noch eben was kaufen gehen? Ah, ich muss mal eben was holen, nicht? Ich muss mal was testen hier. Ob Ihre Kasse noch funktioniert. Gehen Sie mal bitte weg hier. Die funktioniert mehr. Da kann man kein Geld mehr rausnehmen. Tut mir leid. Was machen Sie hier? Sie haben eine Waffe. Sie bedrohen den Verkäufer und Polizist gerade hier. Wie merkwürdig sie sind. Komischer Typ. Oh, ich sehe gerade was. Ich sehe gerade was. Warum macht ihr Kollege gleich gerade Mittagchen? Eins. Eis. Ein Dollar. Okay, ja. Nehme ich mir gleich mit. Danke. Ein Wassereis, bitte. Gut. Und was ist das da hier? Warum schläft der da? Können Sie mir das sagen? Ja, der Kollege trinkt auch schon irgendwas. Aber der sieht das gerade nicht hier. Können Sie mir das sagen, warum der hier so liegt? Warum der schläft? Können Sie mir nicht sagen, ne? Macht Heierchen, ne? Oder haben Sie ihm Tabletten gegeben? Ja, das kann ich ja verstehen. Aber dieses Motorrad da draußen, ne? Das müssen Sie eigentlich selber wegräumen. Das darf nicht vor Ihr Laden stehen. Parkverbot. Ich sag mal, das gehört jetzt Ihnen. Das kommt mal eben so, kann mal passieren, ja? Ich muss sie leider festnehmen, weil sie in Halteverbot stehen. Kommen Sie bitte mit. Er muss sie festnehmen. Sie müssen ihren Laden dicht machen. Oder muss ich sie bestrafen? Gut. Arbeit, er macht's. Achso. Okay, habt ihr Wechselschicht. Genau. Jetzt könnt ihr Wechselschicht machen und ich muss sie mitnehmen. Steigen Sie bitte hier in den Polizeiwagen ein. Ich werde vorne einsteigen. Ja, ein ganz böser Mensch schon wieder. Jetzt ist wieder Ordnung. Warum hat Milad einen Krankenwagen? Nur einer hat hier einen Krankenwagen. Such dir was anderes. So, gucken wir mal. Was können wir denn noch hier? Was finden wir denn noch in der Stadt? Drehen wir mal um. Da steht jemand auf der Straße. Ah, der steht nur so. Oder nicht? Doch, der steht nur so. Aber müssen wir ihn festnehmen. Sie dürfen nicht so auf der Hauptstraße stehen. Bleiben Sie im Auto, Kollege. Das machen Sie hier auf der Hauptstraße. Sie zeigen Waffen. Das können Sie aber nicht hier. Das müssen Sie im Waffenladen machen. Was da hinten? Was ist da hinten? Ich sehe nichts. Sie hatten einen Unfall. Ja, das verstehe ich, weil sie auf der Straße stehen. Der hat einen Unfall, mal nur weil sie schuld sind. Ich muss sie festnehmen, das geht nicht, ne? Ist ihnen schon klar.
Sie dürfen hier nicht so einfach stehen. Sie müssen im Waffenladen stehen. Da müssen Sie Waffen zeigen. Genau, stehen Sie einfach ein. Wir können Sie mitnehmen. Überall hin, aber nur in den Knast. Genau, steigen Sie ein. So, dann flüchten wir. Guck mal, was hier los ist. Oh, Unfall. Oh. Oh, was ist hier denn los? Da müssen wir mal schauen. Was ist hier los? Was ist hier los? Ein Tag fällt dich wieder. Ne, zwei Tote. Da kann man nichts mehr machen. Wir hatten den Ort zuletzt gesehen hier. Der Krankenwagenbesitzer. Kommen Sie mal her. Was haben Sie denn hier gesehen? Was ist hier denn los? Können Sie mir das erklären? Nee, können wir das. Sie können mir das nicht erklären. Das ist sehr schlecht. Warum schießen die auf euch? Da musst du die Cops wegmachen. Ja, wer hat die denn geholt? Leute, bring dich einfach um. So. Sie waren das her. Sie haben das zuletzt gesehen, dann waren sie das auch. Ich bin der Gericht hier und ich entscheide das. Und die müssen im Krankenhaus. Nee, sie müssen im Polizeirevier. Sie sind festgenommen. Kommen Sie her. Steigen Sie da auch wieder sofort aus. Ja, steigen Sie da wieder aus. Flüchten Sie nicht. Krankenwagen darf nicht flüchten. Sie sind eigentlich festgenommen, Kollege. Naja. Ich werde Sie wieder treffen. Und eines Tages kommen Sie in den Knast. Boah, noch ein Kollege hier. Waren Sie das? Sie geben es zu, ja, Sie geben es zu. Sie dürfen aber nicht nackt rumlaufen, die ganze Zeit mit dem Herzchen unter der Schiff. Sie dürfen hier nackt rumlaufen, aber nicht mit Herzchen unter der Schiff. Das ist verboten. Das können Sie nicht machen. Nee. Das gefällt mir nicht. Und Sie freuen sich auch noch darüber. Sie haben die Leute umgebracht. Das spielt keine Rolle. Aber Sie laufen ja mit Unterwäsche, mit Herzen rum. So, steigen Sie sofort ein. Sie sind verhaftet. Wir nehmen Sie mit. So, kommen Sie mit. Sie sind beide verhaftet. Die verstehen das nicht, die beiden. Steig rein. Genau. So, ich markiert mal das Polizeirevier. Jetzt fahren wir da hin. Wir müssen euch auch mal wegbringen. Ich weiß auch nicht, wie die Gegend nicht mehr fahren. So, die festgenommen sind, geht bitte zur Zelle. Nicht rumfahren. Sonst komme ich durcheinander. Sonst weiß ich nicht, wer noch nicht hatte. Und markiert mal das Polizeirevier. Sie sind unschuldig. Ja, jetzt sind Sie aber festgenommen. Das entscheiden Sie sich aber zu. Haben Sie jetzt viel zu spät dafür entschieden. Okay, bye Marco. Jetzt bringen wir Sie erstmal fest weg. Eine schöne Fahrt sein. Ja, aussteigen bitte. Und kommen Sie bitte mit. Alle bitte da rein. Gut, komm her. Alle festgenommen. Sind noch welche.
Achso, Patienten. Super. Ich habe gerade gehört, dass die Leute jetzt im Krankenhaus sind. Der Notarzt hat sie doch noch versorgt. Der ist doch nochmal zurückgefahren. Und ja, alles wird gut. Natürlich. Wo ist der denn? Ich habe mir gerade was Schönes gekauft. Eine schöne Wurst. Aber die habe ich noch nicht frisch bekommen. Können Sie mir eine Wurst geben? Ja, danke schön. Sie haben mir eine Wurst gegeben. Die schmeckt gut. Das wissen Sie doch, oder? Ja. Sie verkaufen ganz gute Würste. Für 5 GTA-Dollar. Ein Hotdog. Sie sind gestorben. Okay. Ja, hier brauchst du nicht herkommen. Ari, such dir auch noch einen Job. Schnell. So, ja, zählen Sie mich bitte nicht an. Die Wurst war lecker. Ich sage nicht, dass die Wurst schlecht ist. Aber haben Sie Lizenz eigentlich dafür, dass Sie hier Würste verkaufen dürfen? Haben Sie die? Nein, haben Sie nicht, ne? Muss ich Sie festnehmen dafür? Ja, ich muss Sie festnehmen. Sie können jetzt nicht die Würste so einfach verstecken und einfach mitnehmen. Hallo, Ari. Kommen Sie hierher, kommen Sie zu mir. Ich muss Sie leider mal mitnehmen zu irgendwohin. Kommen Sie her, sofort. Hier in den Auto bitte einsteigen. Sie haben keine Lizenz, den Putzwagen dahin zu stellen und da auch noch Würste drauf zu grillen. So, steigen Sie in diesen Auto ein hier, in dem Polizeiauto. Ich bringe Sie jetzt irgendwohin, wo Sie in Sicherheit sind. Wo sie niemanden mehr Würste verkaufen können. Nur auch in der Zelle. Da, viel Spaß. So, wo markieren wir denn jetzt mal? Was macht der denn hier? Manche verstehen das nicht. Manche kommen einfach hinterher, auch wenn ich sage, ich komme zu euch. Naja. Ein wilder Autofahrer. Was macht der direkt hier auf der Straße? Der kann sich nicht entscheiden. Hier sind 4 Straßenumwege. Du entscheidest dich mitten auf der Kreuzung. Das ist sehr schlecht. Ziehen Sie sich bitte was anderes an. Ich gucke auch weg. So, haben Sie sich was anderes angezogen? Ich gucke. Nee, jetzt sind Sie eingestiegen. Steigen Sie bitte wieder aus. Steigen Sie sofort wieder aus. Jetzt sind wir mit dem Polizeiwagen. Lass ihn doch mal da stehen, den Polizeiwagen. Fahr den doch nicht weg. Verrückter, komm mal wieder her. Ach Mann, nur diese Leute. So, weil Sie genauso aussehen wie ich, muss ich Sie festnehmen. So, kommen Sie bitte mit und Sie konnten sich nicht entscheiden, welche Straßenrichtung Sie fahren sollen, möchten. So, lassen Sie mich sofort einsteigen. Vormitglied getötet. So, steigen Sie ein. Genau. Beide verhaftet. So, wo gehen wir jetzt hin? Da. So, weitere. Los Santos ist wieder sicher vor unseriöse Mitglieder der Stadt. Wie auch immer. Ja, natürlich. Muss immer sauber sein, die Stadt. Ja, ist ja auch hier sauber. Ja, natürlich. Muss ja. Gut, wie kommen wir hier drauf? Parkhaus könnte auch was Unseriöses sein. Gehen wir mal hier drauf. Hier sieht es immer so aus, dass man hier Drogen vertickt. Mal gucken. Hier kann man sich ja gut verstecken. Dunkle Gassen. Dunkel. Halten sich immer so welche Leute auf. Ganz unauffällig hochfahren.
steht ja kein Auto. Motorräder. Motorräder stehen hier. Wunderschöne Autos. Oder Zweiradautos. Ja, Zweiradautos. Wunderschön. Wunderschön. Die sind ja schön. Gefallen mir. Schön. Lassen Sie mal das Motorrad stehen. Fahren Sie das nicht weg. Stellen Sie das bitte hier wieder her. Sie sind ja verhaftet. Oh, Schlägerei hier. Schlägerei. Oh. Bleiben Sie... Nee, was machst du denn? Nicht schlagen. Hallo? Ah, der hört nicht. Komm, wir müssen ihn gleich mal rausschießen. Bitte nicht töten. Oder schlagen. Ihr sollt im Polizeiauto sitzen. Könnt ihr das nicht verstehen? Ich weiß das nicht. So. Ihr beide, was machen Sie denn da? Sie machen ein Auto kaputt. Was machen Sie denn? Um zu verschönern? So sieht das aus. Ja, Auto verschönern. Ja, so sehe ich das auch. Sieht doch schön aus. Gefällt mir. Ja, das lasse ich mal zu, ne? Habt ihr schön gemacht. Aber wem gehören diese hübschen Motorräder hier? Können Sie mir das sagen? Achso, hier einer fährt schon rum damit. Gehört Ihnen. Okay. Das glaube ich Ihnen mal. Gut. Waren Sie eigentlich damit schon in der Werkstatt? Können Sie mir das sagen? Nee, können Sie mir nichts sagen, wa? Sie sind ein Schweinehund. Genauso wie der andere hier. Aber ihr könnt nicht denken. Genau. Darum habt ihr das Auto schöner gemacht. Aber ihr habt eine Auszeichnung gewonnen. Dann dürft ihr auch mitkommen. Da könnt ihr eure Schweinerunde zu Ende führen. Kommen Sie bitte mit. Steigen Sie ein. Sie sind beide festgenommen, weil sie nicht in der Werkstatt waren. Und weil sie Schweinehunde sind. Steigen Sie ein. Schweinehunde. Kann jemand Kopf wegmachen von euch? Wäre ganz praktisch. So, wir nehmen eine Abkürzung. Ich habe eine Abkürzung. Daneben ist die Abkürzung. Ups. Ja. Wunderschön. Gut. Kopf ihn weg. Sind alle wieder drin? Ja, einer fehlt da. Wo ist der andere denn? Verrückte, kommen Sie bitte her, Verrückte. Immer müssen die Leute abhauen. Warum rammen die uns dann schon wieder? Wo ist denn der Verrückte? Wo ist er denn? Kommen Sie her. Drüben sind sie. Boah, das war knapp. Tropfen ist sie umgefallen. Kommen Sie ein, steigen Sie jetzt ein hier, Verrückte. Genau, steigen Sie ein. Einsteigen. Sie sind ja verhaftet. Genau. Ja. Wieder einer tot. Wieder einer tot. So, dann gehen wir mal zum Polizeirevier. Wir haben es eilig. Wenn wieder welche erwischt, schon ist die Stadt sauber. Bei den Türen auf. Nicht rumschießen. Hört doch mal auf mit Schießen. Du hast ein Auto gekostet. Das macht man auch. Luffy, du kannst mir gleich zeigen, wie man da im Polizeirevier reinkommt. Auf eine andere Art. Wer schießt denn da die ganze Zeit? Muss hier jemand rausschmeißen? Die gerechte Strafe verdient, aber da seid ihr auch sicher. Was schießt du denn schon wieder? Weiß ich auch nicht. Den hat man, glaube ich, ins Gehirn geschossen. Oder zu viel Eis getrunken. Eistee getrunken. Zu sehr nervös. Genau. Gut, steigen wir aus. Wir brauchen heute mal wieder ein neues Polizeiauto. Schon das fünfte, glaube ich, heute. Und gehen Sie bitte alle in den Polizeirevier rein. Sie sind alle verhaftet. Kommen Sie bitte mit. Genau, da ist der Weg. Da gehen Sie rein. Genau. Gut. Schön. Wir sehen uns später. Schrank, nimm mich. So fest. Okay, ja, jetzt kommt's euch. So, jetzt steigen wir erstmal wieder ein. Und wieder ein neues.
Ja, ja, ich muss erstmal markieren davon. So, die nächsten werden festgenommen. Zieht euch schon mal orange Klamotten an und weißes Tanktop. Wir haben einen Einsatz. Ich habe sie doch schon mal irgendwo gesehen. Sie haben zwei Leute erstmal wieder mitgenommen, letztens. Einen Toten haben wir entdeckt. Die Entschuldigung ist, naja. Und jetzt sind sie hier schon wieder. Ich habe sie eigentlich festgenommen. Sie müssen auch gleich mal mit. Ponyboy. Große Vielfalt an Klamottenladen. Ah ja, ich komme gleich. Wo haben sie denn Löcher entdeckt? Was soll ich mir das sagen? Löcher. Wo sind die Löcher? Einschusslöcher. Waren sie das? Sie sehen auch so aus, dass sie das waren. Da muss ich sie aber verhaften, ne? Weil sie sowas gesehen haben. Niemand darf sowas sehen. Steigen Sie bitte im Polizeiwagen ein. Das müssen wir vertuschen, ne? Da waren keine Kugeln. Steigen Sie bitte ein, Sie sind verhaftet, Herr Krankenwagenmann. Ja, steigen Sie ein jetzt. So, steigen Sie jetzt ein. Kommen Sie mit, Sie sind verhaftet. Sie haben sowas gesehen, sowas Illegales. Sowas darf niemand sehen. Steigen Sie bitte ein. Beschwerung. So, steigen Sie ein. Ja, ja, du mich auch. Sonst rufe ich gleich einen eigenen Krankenwagen. Steigen Sie jetzt ein. So. Sie kommen nicht mit? Werden Sie angefangen. So. Sie wollen nicht hören? So, leider müssen Sie Ihren eigenen Krankenwagen rufen. So, dann wollen wir mal zu den nächsten Leuten. Was haben wir denn da oben? Da gehen wir mal hin. Bitte. So. Wir haben was in den Nachrichten geschaut. Da müssen wir auch selber mal nachschauen. In der Nähe von der Los Santos Werkstatt an einen Klamottenladen. Sie holen ihre Kollegen, das können sie nicht machen. Oh, ich komme gleich hierher. Ich muss aber nicht kurz hier. Niemand darf getötet werden, sonst komme ich gleich und schmeiß euch raus. Wo fahren wir auf ein Rad hier? Auf drei Räder. Ne, bringt's. Ich bring mich jetzt raus. Jetzt haben wir keinen Polizeiwagen mehr. Da rennt jemand Illegales. Da müssen wir mal schauen, wer da rennt. Man darf nicht in der Stadt rennen. Sie werden sterben. Ja, ja, sie werden selber sterben. Wer wird sexuell belästigt? Ich komme gleich. Na, was war das denn? Ah, hallo, guten Tag, guten Abend. Waren Sie nicht derjenige, der gerannt ist? Habe ich gesehen. So ganz flüchtig. Ich glaube, nehmen Sie mal Händchen, ja? Nehmen Sie Händchen. Wir laufen mal zusammen ein ganz kleines Stückchen, wie man vernünftig läuft. 3, 2, 1, go. Laufen. Sie sind etwas zu langsam. Jetzt kommen Sie gleichmäßig hinterher. Genau. Händchen halten. Da kriegen wir schon hin, ja? Sie können jetzt besser laufen, denke ich auch. Sie wollen was einkaufen gehen, da muss mal gucken, was sie hier machen. You can't afford to shop where I work. Was machen sie denn hier? Sie dürfen aber nicht hier so
Ach, das ist Ihr Job, ist das hier. Ach so, Sie sind zu dritt hier. Hat den Leon nicht schon festgenommen? Dann gehst du raus bitte hier, Leon. Ich hab dich schon festgenommen. The word is excuse me. So, Sie haben einen Job hier bei der Frau. Nee, ich will nichts kaufen. Ich guck mir das hier an. Oh, Leon, geh mal weg da. Komm, weg hier. Du, ich hab dich ja schon festgenommen. Geh raus hier, bitte. Bitte raus. Manche verstehen das überhaupt nicht. Die müssen, weiß ich nicht, die trinken zu viel Eistee, glaube ich. So, nee, ja, guck mal hier. Guck mal, wie wär's mit den Handschuhen hier? Darf ich die haben? Ich habe kein Geld, aber die möchte ich gerne haben. Geben Sie mir die? Oder geben Sie mir die, Frau? Können Sie mir die geben? Ich komme mal hinter Ihnen hin. So. Nein, kriege ich nicht. Okay, okay, kriegt dieses Armband und dieses silberne Ding da, keine Ahnung, was es ist. Mehr kriege ich nicht. Okay, ja, vielen Dank dafür. Das habe ich gerade gesehen, Herr Kollege. Sie stecken da etwas in die Hosentasche. Das hat aber die Frau hier gesehen. Das dürfen Sie doch nicht machen. Ja, natürlich, das hat er gemacht. Habe ich auch gesehen. Okay, ja, gut. Dann müssen wir sie mitnehmen. Sie machen illegale Tauschbörse hier im Laden. Nee, das will ich nicht mitnehmen hier. Vielen Dank für das Angebot. Aber Sie haben was eingesteckt. Kommen Sie bitte mit. Sie sind verhaftet. So, kommen Sie bitte mit. Und ich brauche einen Polizeiwagen. Ja, wo ist ein Polizeiwagen jetzt? So, der Ari ist festgenommen. Bewährung. Nee, Sie dürfen nicht auf Bewährung. Sie haben Scheiße gebaut. So. Sie kriegen 19 Jahre, weil Sie gefragt haben. Plus 2 Jahre dazu, also 21 Jahre. So, das ist Ihr Auto. Ja, da können wir gleich mal einsteigen. Danke für den Service, aber Sie sind auch festgenommen. Kommen Sie rein, steigen Sie ein. Kommen Sie mit. Was ist das denn für ein Auto? Okay. So, dann bringe ich Sie mal zum Polizeirevier. Sie haben Mist gebaut, dann müssen Sie bestraft werden. Kriegen Sie 1,5 Jahre dafür, weil Sie das eingesteckt haben. Ich will keinen Kratzer. Nee, ich mach keinen Kratzer. Keine Sorge. Ich krieg Ärger von Kollegen. Ja, Polizeiauto steht da mal. Die habe ich nicht gesehen. Entschuldigung, da sind keine Kratzer drin. Bitte, ich gehe auf meine Rechnung. Steigen Sie, Ari, kommen Sie bitte mit. Steigen Sie aus Ihr Auto aus. Was ist zwischen Ihnen und dem EO? Du bist mein! Niemand wird Ihren Körper finden! Wie können Sie nur? Ja, meine Rechnung geht auf... Let's go! Wie sagt man noch? Naja, bezahlt mein Polizeirevier. So, steigen Sie, gehen Sie hier bitte alle rein. Im Polizeirevier, Sie bekommen alle eine, Zelle. Jetzt laufen wir erstmal nach unten. Wir haben hier eine ganze Menge Job gemacht heute. Ja, ganz leicht festgenommen. Alle gehören mir. Die machen nur dreckig in Los Santos. Ja, so sehe ich das auch, Bakura. Ja. Was machen wir denn mit denen? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Die können erst mal übernachten. Ausnüchtern. Ein paar bleiben für 19 Jahre oder 21 Jahre hier. In der einzigen Zelle da? Ja, natürlich. So wie ich will. So, ich setze mich erstmal hin und bediene mich hier. So, hallo Leute. Geht's euch da gut? Ich komm mal rüber. Ja, geh mal rüber, da besucht den mal. Die sind ja so alleine. Die gucken nur einfach geradeaus. Ja, ihr guckt einfach nur geradeaus. Das ist schlecht. Da kann man nichts machen. Was soll das denn jetzt mit der Haftbombe? Das verstehe ich nicht. So. So, ja, ihr seid schön. Ihr seid da schon drin. Ja, Herr Ari. Was machen Sie denn da im Knast? Ja, Sie haben Scheiße gebaut, wa? Sie sind zu schnell gefahren.
Ach, sie haben eine ganze Menge Mist gebaut. Darum stecken sie jetzt hier drin. Sie sind zu schnell gelaufen. Und das wollte ich nicht. Und sie haben ihre Arbeitskollegen betrogen, ne? Sie haben geklaut. Sie wollten mir auch was andrehen. Und Sie, Herr Friedrich? Ja, da wollen wir ja gar nicht drüber reden. Erst haben Sie ja Leute heile gemacht. Dann sind Sie von mir weggerannt. Und dann, naja, darüber wollen wir nicht mal reden. So, mal gucken. Luffy Lu, ja. Ja. Ja, du mich auch. Ja, wir wissen, was du getan hast heute. Und die anderen beiden auch. Anti, wie auch immer, keine Ahnung, suche ich mal bessere Namen aus. Und Symbol, ja. Ihr wart mit Motorrädern unterwegs, wa? Zieht ihr jetzt bitte nichts anderes an. Warum macht ihr das? Schrank, ja. Du bist auch so ein Schrank. Ups. Tja, da kann ich nichts mehr dazu sagen. Ihr habt einfach zu viel Mist gemacht. Ihr wart einfach dreckig, habt die Stadt verschmutzt. Und darum seid ihr jetzt hier für 21 Jahre. Alle kriegen die jetzt 21 Jahre. So könnt ihr euch nicht aus die Augen verlieren. So werdet ihr beste Freunde. Ja. Ihr könnt auch alle am besten in eine Zelle reingehen. Ne, niemand ist frei. Kommen Sie da bitte raus, Herr Schrank. Gehen Sie bitte in die mittleren Zelle rein. Und Sie auch, Herr Ari und Friedrich. Gehen Sie bitte in die mittleren rein. Sie bekommen eine andere Zelle. So können Sie am besten Freunde werden. Und zusammen können die euch auf Toilette anschauen, wenn ihr auf Toilette gehen wollt. Und zusammen schlafen. Ihr könnt alle auf ein Bettchen schlafen. Warum gehen Sie... Herr Schrank, Herr Ari, kommen Sie jetzt bitte hier in der Mitte rein. Gehen Sie jetzt hier bitte rein, hier in den... in der mittleren Zelle. Kommen Sie bitte jetzt her. Oh Mann, Leute, heute noch. Schwer vom Begriff. Hier in der mittleren Zelle rein. Du auch, Herr Schrank. So, bleibt drin, geht da nicht mal raus. Genau, bleibt drin. So, ich muss hier ein schönes Foto machen für euch alle, dass ihr schön drauf seid. Kann man nicht in Ego-Sicht, das ist doch blöd. Ja, ihr seid schön in der Zelle. Das ist euer Selbstverdient hier. Habt ihr selber gemacht. Und ihr habt die Stadt verschmutzt. Dafür müsst ihr bestraft werden. Warte mal, ich komme mal rein hier. Verteile hier mal ein bisschen, dass ihr gemütlich schlafen könnt. Heute Abend. So. Noch eine. So könnt ihr besser schlafen. Das ist nur ein Wecker, ne? Dass ihr pünktlich aufsteht. Ja, wir müssen euch jetzt einschläfern lassen, weil wir keinen Platz haben für die neuen Leute, die morgen kommen. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Sagt noch alle einmal Tschüss. Tschüss, Winky Winky. Wir sehen uns. Das war das letzte Polizeispiel auf der PS3 und die letzte Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute! Das war's, mein lieber Zuschauer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jeden Tag kommt eine GTA Online-Folge raus auf der PS4. Und Freitag kommt das News-Video raus. Was wir am Wochenende machen oder was für Projekte ich starte. Wenn du dabei sein willst oder auch in der Crew sein willst, dann schau in der Videobeschreibung. Da steht ein Link zu dem Info-Riegel-Video. Und schau mal in der Kanalbeschreibung vorbei. Da steht das Programm der Woche drin. Was jeden Tag so ansteht oder demnächst kommt. Hast du Lust auf mehr Videos? Dann stöber in der Playlist vorbei. Hast du Fragen oder Fanfragen? Dann schreib Hashtag frag den Dead Pictures. Werde sie beantworten in ein Video, was ich einmal im Monat hochlade. Und wenn du Ideen hast, dann schreib Hashtag Ideen. Und wenn du mich unterstützen möchtest, das würde mich sehr freuen. So, danke fürs Einklicken. Ciao, mein Lieber.